In diesem Film geht es um die Verkehrsinfrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Schwerpunkt Straßeninfrastruktur. Zunächst widmen wir uns der Frage, was ist die Verkehrsinfrastruktur? Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um die Infrastruktur des Verkehrs in Deutschland. Dazu gehört Planung, Realisierung und der Betrieb der deutschen Verkehrswege und Stationen. Außerdem sind auch die Bereitstellung und Finanzierung wichtige Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur. Nun gilt zu klären, warum sie so wichtig ist. Die Verkehrsinfrastruktur ist bedeutsam für das wirtschaftliche Niveau Deutschlands, auch Transaktionsniveau genannt. Das liegt daran, dass die meisten Mittel als Vorleistungen in die Investitions- und Konsumgüterproduktion und Verteilung gesteckt werden. Ziele sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilen des Landes. Eine gute Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Unternehmen müssen hierfür eng an die wichtigsten Verkehrsnetze angebunden sein und jeder Bürger muss seinen Arbeitgeber und Bildungs- und Versorgungszentren schnell erreichen können. Somit ist ein optimales Zusammenspiel von Straße, Schiene, Schifffahrt und Luftverkehr nötig. Zudem müssen Bundes- und Regionalpolitik sich gegenseitig ergänzen. Im Weiteren geht es speziell um die Straßen und ihre Planung. Um einen flüssigen Verkehr zu ermöglichen, müssen die Verkehrswege ständig erneuert, aus- oder neu gebaut werden. Alle 10 bis 15 Jahre erstellt das Bundesverkehrsministerium zu diesem Zweck den sogenannten Bundesverkehrswegeplan für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Hier wird festgelegt, wie unter anderem die Straßen an die aktuelle Situation angepasst und weiterentwickelt werden sollen. Die Priorität ist hierbei die Erhaltung der bestehenden Verkehrswege. Deswegen wird zunächst festgelegt, wie viel Geld dies erfordert. Da der Verkehr aber ständig zunimmt, müssen auch neue Straßen gebaut werden. Rund 2000 Vorschläge für Aus- und Neubauprojekte werden auf Dringlichkeit, Nutzen und Auswirkungen auf die Natur geprüft. Die Mittel fließen somit meistens in Projekte mit überregionaler Bedeutung. So erstellt das Bundesverkehrsministerium zunächst einen Entwurf, für den dann eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird. Per Post oder online können Bürger Stellung nehmen. Diese Stellungnahmen werden geprüft und Änderungen gegebenenfalls eingearbeitet. Der fertige Plan wird dann von der Bundesregierung in die Ausbaugesetze integriert. Vor der Umsetzung muss allerdings jedes einzelne Projekt noch eigenständige rechtliche Verfahren durchlaufen. Es wird beispielsweise geprüft, ob es das Baurecht erzielt. Kommen wir nun zur Privatisierung. Früher waren alle Bereiche durch staatliches Handeln gekennzeichnet. Aufgrund von Begrenzungen der öffentlichen Haushalte und Kapazitätsengpässen der öffentlichen Verwaltung werden Effizienzsteigerungen und Alternativen immer wichtiger. Heute werden mit Straßenplanungen manchmal auch private Planungsbüros beauftragt. Bau und Ausbau der Verkehrswege erfolgen fast nur noch durch private Unternehmen. Sogar die Finanzierung der Infrastruktur geschieht zum Teil mit privatem Kapital. Natürlich passiert dies nur, wenn sich die Investition für die Privaten lohnt. Es ist insofern wichtig, Modelle der Einnahmeerzielung zu entwickeln. Einige Modelle wurden unter dem Begriff des Road Pricing entwickelt und sind zum Teil schon umgesetzt. Road Pricing ist auch unter dem Namen Maut bekannt. Im Jahr 2002 führte Deutschland die Lkw-Maut ein, um Fairness und Umweltschutz zu erreichen. Wer die deutschen Straßen benutzt, zahlt einen Teil ihrer Reparaturen. Und umweltfreundliche LKWs zahlen weniger, weshalb sie heute nicht mehr nur 2% der gefahrenen Strecken, sondern mehr als 60% der gefahrenen Strecken ausmachen. 2015 wurde die Pkw-Maut mit der Infrastrukturabgabe eingeführt. Bis zu 130 Euro beträgt sie. Wie auch die Lkw-Maut ist sie von der Schadstoffklasse abhängig. Für ausländische Autofahrer ist außerdem die Dauer ihres Aufenthalts entscheidend. Die Inländer werden durch einen Erlass der Kfz-Steuer in der Höhe der Maut entlastet. Da dies nicht für Ausländer gilt, läuft zurzeit ein Verfahren wegen Diskriminierung am Europäischen Gerichtshof. Die Chancen, dass diese Klage zu einer Verurteilung führt, ist nach aktuellen Änderungen wie der Umstieg von 3 auf 5 Schadstoffklassen jedoch gering. Jetzt nochmal als Zusammenfassung. Die Verkehrsinfrastruktur umfasst Planung, Realisierung, Betrieb und Finanzierung der deutschen Verkehrswege und Stationen. Sie ist sehr wichtig für ein hohes Transaktionsniveau. Mit dem Bundesverkehrswegeplan wird alle 10 bis 15 Jahre festgelegt, welche Maßnahmen zur Erhaltung von alten und zum Ausbau von neuen Verkehrswegen getroffen werden sollen. Bau und Ausbau der Verkehrswege erfolgen fast nur noch durch private Unternehmen.
Die Pkw-Maut ist ein Mittel zur Finanzierung von beispielsweise Ausbauprojekten und momentan sehr umstritten.